Viele Grüße aus Dianas Kreativwerkstatt. Ich bin Diana und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Meine Lieben, in meinem letzten Video, als ich diese Karte gezeigt habe, das ist eine Pop-Up-Karte, wo im Inneren die Welle hochgeht. Und ich habe ja in diesem Video gezeigt, wie man die Produktreihe Wellen des Ozeans mit ganz vielen anderen Produktpaketen von Stampin' Up kombinieren kann. Also ich verlinke euch das Video nochmal hier oben und dort könnt ihr sehen, da habe ich ganz, ganz viele Kartenbeispiele gemacht. Also nicht nur diese maritime Reihe, sondern auch vintage-mäßig mit der Welle gearbeitet und sogar eine Hochzeitskarte. Ja, das könnt ihr alles in diesem Video sehen. Die zeige ich dort und natürlich auch auf meinem Blog. Könnt ihr euch gerne angucken. Unter anderem habe ich auch diese Karte gezeigt und ich wurde gebeten, ich möchte dazu doch mal ein Tutorial drehen. Dem Wunsch komme ich doch gerne entgegen und das werde ich heute machen mit euch. Ja, was brauchst du dazu? Und zwar erstmal ein Stück Farbkarton. Ich habe hier wieder Pazifikblau genommen. Eine Farbe, habe ich schon mal erzählt, mit der ich vorher nichts richtig anfangen konnte, aber hier zu diesen Wellen des Ozeans richtig, richtig toll. Das Stück Pazifikblau ist in 29,7 x 10,5 cm. Das falzen wir nachher gemeinsam. Ich schreibe auch alle Maße wieder auf meinem Blog. Der Link ist unten bei den Informationen. Dann ein Stück Farbkarton in Grundweiß in 28,7 x 9,5 cm. Und dann habe ich mir ein Stück Designerpapier hier aus diesem wunderschönen Designerpapier Wellen des Ozeans schon zurechtgeschnitten in 13,9 x 9,1 cm. Was brauchst du noch? Ich habe hier die bestickten Rechtecke. Da werden wir nachher das Fenster ausstanzen. Ja, Klebemittel. Zur Dekoration habe ich hier das Stempelset Meer an Glück und die Wellen. Das ist dieses umfangreiche Paket. Und ein bisschen Muscheln aus Wie-Muscheln. Und dann können wir mal sehen, ob wir noch innen drin ein bisschen stempeln. Da werde ich dann das Stempelset die Segel nehmen. Ja, ich würde sagen, wir legen dann los. Zunächst werde ich erstmal die Karte hier in Sicherheit bringen. Und dann falzen wir gemeinsam. Und zwar erstmal das pazifikblaue Stück bei 14,85 cm. Grundweiß in 14,35 cm. Und dann kann ich mir auch schon die bestickten Rechtecke nehmen. Und zwar nehme ich hier das von hinten das dritte. Wer die nicht hat, ich sage euch mal die Maße von dem Fenster. Das hat ein Maß von, also da könnt ihr auch jedes andere nehmen, was ihr habt, beziehungsweise kann man das auch ausschneiden. Das ist 11,1 cm. Dann klappe ich das mal hier auf, dann kann ich das besser. Und 7,6 cm. So, ich stanze das jetzt aus. Und zwar gehe ich ja mittig ungefähr
Und das werde ich jetzt mal machen und dann bin ich gleich wieder da. So, dann kann ich das hier rauslösen. Das müsst ihr nicht wegschmeißen, das könnt ihr noch für andere Projekte benutzen. Ich sehe gerade jetzt ein bisschen unsauber ausgestanzt. Dann einfach ein bisschen rausschneiden und dann ist das in Ordnung. So, dann haben wir schon erstmal unser Fenster. Wie geht's weiter? Wir können uns das, denke ich, gleich erstmal einkleben. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Da können wir jetzt auch Flüssigkleber nehmen oder ja, mit was du am liebsten arbeitest. Ich nehme jetzt Flüssigkleber und eingeklebt wird, jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil es soll ja nachher aufgeklappt werden. So, ich erhalte jetzt hier so einen ganz kleinen Rand. Da sehe ich dann zu, dass das gleichmäßig an allen Ecken ist und dann kann das nachher hier so aufgemacht werden. So, dann kann ich mir auch schon mein Designerpapier hochkleben. Da ist dann auch so ein kleiner Rand. Nein, wir werden das noch nicht machen. Da jetzt brauchen wir erstmal, also ich würde gerne hier mit einem kleinen Magneten befestigen. Und sonst springt mir das so auf und das gefällt mir nicht. So, ich habe hier so eine ganz kleine selbstklebenden Magnete und ich werde den hier mittig ungefähr erstmal aufsetzen. Mache ich meinen anderen hier. So, dann kann ich das abmachen. Klappt das zu und schon klebt der Magnet oder beide sogar. Na? So. Und hier klebe ich jetzt mir Designerpapier rüber und dann ist der auch nicht mehr zu sehen. Was ich jetzt gerne mache auf den Magneten, setze ich mir immer ganz gerne doppelseitiges Klebeband drüber. Was ist hier? Ein Stück grünes Papier, aber das stört nicht. So, und dann kann ich mir mein Designerpapier auch aufkleben. Auf dem Designerpapier nicht so Dickkleber, Flüssigkleber raufmachen, sonst drückt es irgendwann durch. Aber so, dass es eben halt klebt. So, und das mache ich jetzt auch wieder mittig mit diesem kleinen Rand. Und schon ist erstmal das Innenleben fertig. Und dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal die Welle. Und zwar nehme ich jetzt, sind ja diese beiden Wellen mit diesen, wo diese gleichen geraden sind und die ist hier so ein bisschen mehr abgebogen und ich habe mich für diese abgebogene entschieden und habe mir das schon mal ausgestanzt und zwar gibt es ja in diesem in dieser Produktreihe das Metallic Papier in Blautönen. Ja, das sind auch ganz schöne Farben. Dann Marineblau und Jade und Silber ist mit bei. Und die habe ich mir in Marineblau ausgestanzt. Und dann nehme ich mir jetzt nochmal ein Stück Designerpapier. Ich will natürlich sehen, ich zeige euch mal, bei dieser Karte gefällt mir das nicht, dass hier jetzt noch so diese Orangetöne, ich hätte das auch gerne lieber in Blau gehabt, da bin ich so ein bisschen eigen drin.
Das Papier hat hier auf der Rückseite auch Blau mit drin und Jade ist hier mit drin. Und ich möchte jetzt ganz einfach probieren und schauen, wenn ich die Welle hier so mache. Mal gucken. Hier. Wenn ich mir die aufsetze, natürlich auf der anderen Seite. Hier. Ja, das wird so aufgehängt. Dann habe ich so ein bisschen Blau drin. Und mal schauen, wie das aussieht, ob mir das gefällt. Ansonsten setze ich da noch was rüber. Das zeige ich euch aber auch, wie das geht. Aber wirklich kurz vorher. So, wo habe ich meine Silikonmatte? Ich nehme nämlich gerne die Silikonmatte für solche filigranen Arbeiten. Ich werde mal hier Licht anmachen. Mal gucken. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich filme nämlich heute ausnahmsweise mal abends. Bin jetzt gespannt, wie das wird, und ich hoffe, dass ich hier noch Blau mit drin habe. Erstmal kurz anziehen lassen und dann kann ich mir die Welle schon mal ausschneiden. So, naja, das muss ich mal sehen, ob mir das so gefällt. Ansonsten setze ich da jetzt noch mal was Blaues hinter. Das würde jetzt hier so kommen. Und jetzt klappe ich das mal auf. Oh doch, das kann man lassen. Das kann man lassen, das mit dem Blau und Jade, das kann man hier so. Das ist eine gute Idee. Hier würde ich noch mal so ein bisschen nachschneiden. So. So, dann werde ich jetzt den Pelikan stempeln. Der Pelikan ist ja hier auch mit drin in dem Set. Und mein Stempelblock nehme ich jetzt diesen. Und den Pelikan, den stempel ich mir in Espresso auf. Hier habe ich so ein Reststück. Und was ich machen möchte mit dem Pelikan, ich möchte den Pelikan spiegeln. Zeige ich euch auch mal, wie das geht. Dann nehme ich meine Silikonmatte. Die muss dann schön sauber sein. Hier habe ich noch ein Stück Rest. Also für sowas benutze ich wirklich immer gerne meine Restetüte, die mittlerweile ganz schön groß geworden ist oder dick geworden ist. So, dann mal gucken, eine schöne saubere Ecke. Stemple ich den Pelikan hier ab. Und lege mir ein Stück Papier hier rauf, so dass das schön einziehen kann.
Und dann habe ich den Pelikan hier. Und jetzt muss ich mal gucken, ob mein Gedankengang richtig war. Ja, ich möchte die nämlich von hinten auch nochmal oder von innen, von der Karte auch nochmal raufbringen. So, mein anderer Pelikan. Dann werde ich nur noch den Schnabel ein bisschen rot machen. Hier auch. So. Und da ist ja auch die Stanze mit bei. So, was man hier natürlich jetzt gucken muss, das ist natürlich nicht so günstig, aber ich schaue mir das im Licht an. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so seht. Also ich kann hier durchschauen und sehe ganz genau, wo der Pelikan ist. Und dann kann ich mir den auch spiegelverkehrt ausstanzen, beziehungsweise man kann den natürlich auch mit der Schere ausschneiden. Ja, ich fixiere mir das jetzt mit ein bisschen Washi-Tape. Nochmal gucken. So. Nochmal Kontrolle. Das sieht gut aus. Und dann stanze ich die mal beide aus. Schaut mal, das hat super geklappt mit unserem Spiegel. Bild vom Pelikan. Also auch das geht. Oder wie gesagt, ihr stanzt das dann schneidet das mit der Schere aus. So, da ist jetzt mein zweiter Pelikan und die werde ich jetzt auch gleich zusammenkleben. So, sehr schön. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Leinfaden und ich werde mir auf der Rückseite einen kleinen Mini-Glue-Dot geben und zwar hierauf, wo man, ja, hier sieht man ja so ein bisschen Schnur und ich möchte das jetzt natürlich noch ein bisschen verstärken, indem ich einfach hier noch mal so ein bisschen Schnur rumwickle und dann auch so, dass das mit dem Mini Glue Dot sich auf der Rückseite so ein bisschen verbindet. So, dann kann ich das hier so abschneiden. Gebe hier noch mal ein Glue Dot drunter, damit das auch wirklich hält. Ich sehe schon, der klebt schon. Aber ich will ja nicht, dass der auftrudelt. Also ein bisschen ranmachen. So. Und dann ist das dran. Seht mal, das sieht doch schon wieder gleich noch ein bisschen echter aus. So, und dann kann ich mir jetzt meine Welle aufkleben. Das werde ich mal machen. Vorsichtshalber lege ich noch mal die ein bisschen runter. Und bis hierher und ganz sachte am Rand gebe ich das lang, den Kleber. So. Und dann kann ich die Welle aufkleben. Kurz mal ein bisschen festhalten. Auf der anderen Seite prüfen, nicht, dass der Kleber durchkommt, aber da ist alles in Ordnung. Hier nochmal die Welle so ein bisschen
Dann kann ich mir hier meinen Pelikan gleich hochkleben. Den werde ich, also ich gebe mir den Kleber hier hoch und ein bisschen hier hin. Und dann müsste er eigentlich halten. Meine Welle klebt. So, dann kann ich noch mal hinten schauen, wie es da aussieht. Sieht er, und da ist der Pelikan dann auch noch mal. Aber irgendwie wackelt er hier. Jetzt muss ich mal schauen. Nee, hier habe ich ihn auch angeklebt. Dann gehe ich einfach noch mal mit meiner Spitze hier runter und klebe den Popo an. Dann hat der Pelikan auch einen besseren Halt. So. So, und dann kommt die Deko. Mal schauen, was ich hier noch habe. Ich habe ja dann immer so ein bisschen Reste. Wenn ich dann immer beim Stempeln und Malen und Ausstanzen bin, dann bleibt bei mir hier immer so ein bisschen was übrig. Hier habe ich dann auch noch was. Ach, das kann ich dann gleich nehmen. Seht ihr, und ich mache die dann immer in so Tüten und lege das in ein Stempelset mit rein und dann weiß ich genau, wo das alles ist. So, dann kann ich mir das mal so ein bisschen hinlegen. Mal gucken. Das soll so. Den kann ich hier noch so ein bisschen runterschieben. Genau. So machen wir das. So. Diese, ja, Farn oder was auch immer das ist, sind ja eigentlich so eine Wasserpflanzen. Die klebe ich auch immer nur unten am untersten Ende an, damit es dann noch so ein bisschen 3D-mäßig hochpappt. Das sieht dann doch immer noch so ein bisschen schöner aus. Und unseren Seestern, den werde ich mit einem Glue-Dot befestigen. So, dann sehe ich natürlich zu, dass hier die Ecke noch so ein bisschen verdeckt ist. Und dann kann der hier so rauf. Und dann ist hier vorne schon erstmal alles fertig dekoriert. Die Welle, die ist auch vernünftig drauf. Jetzt ist natürlich doch ein bisschen Kleber durchgekommen. Na, so ein Mist. Wenn das trocken ist, kann ich nachher mit meinem Klebemittelradierer nochmal rangehen und das wegradieren. Da habe ich jetzt doch nicht aufgepasst. So, was ich jetzt hier machen werde, weil dadurch, dass das einlagig ist, ist das doch ziemlich wackelig. Ich gebe, wie hier bei der Karte, so ein kleines Band dran. Ich schaue gerade, ob ich das Jeansband nehme. Ach nein, ich nehme wieder dieses, tja, Marineblau. Marineblau. So. Also da kann man auch jetzt das, was dazu passt. Das Jeansband würde jetzt auch dazu passen. Aber ich habe mich jetzt wieder für das Marineband entschieden. Und das gebe ich jetzt hier rüber. Dann nehme ich jetzt auch wieder doppelseitiges Klebeband. Überklebe auch mein Magneten damit. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass es zu lang wird. Nö, das sieht gut aus. So. Mache ich lieber doppelt,
doppelt hält besser. So, und dass das hier so ein bisschen abgedeckt wird, da kann man jetzt Designerpapierreste nehmen. Schaut mal, wenn man das hier so runterschneidet, das sieht ja nämlich ganz gut aus. Und das werde ich schnell mal machen, dann sage ich euch die Maße. So, das hat jetzt ein Maß von 1,5 x 7,5 und das setze ich genau so hin, dass das mit dem Fenster abschließt. Und ich werde hier nochmal aus Sicherheitsgründen so ein bisschen doppelseitiges Klebeband drüber geben. So. So, ich bin jetzt gerade beim Überlegen. Ich glaube, ich mache hier auch nochmal doppelseitiges Klebeband hoch und dann klebt das schön. So, und dann kann ich das zuklappen und jetzt werde ich unseren Spruch noch, was habe ich hier genommen, das ist Wünsche dir ein Meer an Glück. Also das finde ich eigentlich einen sehr schönen Spruch und ich denke, den werde ich auch wieder nehmen. Und zwar finden wir ja auch Wünsche dir ein Meer an Glück hier in diesem Stempelset mit drin und hier ist er. So. Ich habe hier wieder so ein Reststück und ich stempel diesen Spruch auch in Pazifikblau mit auf. Na, noch mal ein bisschen was nehmen. So, und diesen Spruch, den schneide ich mir mit ein bisschen einkürzen. Den schneide ich mir hier mit meinen Hebelschneider mit dem kleinen zurecht. Mal gucken, ist das gerade? Ja. Der muss jetzt gar nicht so groß sein, weil ich möchte, dass der hinter dieser Welle verschwindet. So, mal gucken, alles gerade, hier mal noch ein bisschen abschneiden. Also für solche Sachen macht sich der Hebelschneider richtig gut, für solche Kleinigkeiten. So. Mal gucken, ob das ausreicht. Ich will den nämlich hier verschwinden lassen. Jo. So, was ich aber noch mache... Ich nehme mir noch mal mein Stempelkissen in Pazifikblau, gehe einfach nur mal mit den Rändern hier so ein bisschen rum, dass ich wie einen Rahmen setze. So sieht das dann aus. Und dann kann ich mir das mit Flüssigkleber aufkleben. Lass auch noch mal hier so einen kleinen Rand. So, und dann kann ich mir jetzt auch jetzt der Kleber trocken und dann kann ich mir die Klebe
Sachen, die hier zu viel sind, einfach runterradieren. Ja, den Klebemittelradierer gibt es leider nicht mehr bei Stampin' Up. Aber da gibt es noch ganz viele andere Anbieter im Netz. Wenn ihr da Fragen habt, kontaktiert mich einfach. So. So, und jetzt kann man noch, das würde ich jetzt zum Schreiben lassen. Und hier hatte ich ja noch gestempelt. Wollen wir das noch gemeinsam machen? Zeige ich euch kurz, was ich da genommen habe. Auf alle Fälle erstmal das Stempelset setzt die Segel. Dann Oceanfront, da habe ich diesen kleinen Stempel genommen. Und meine heißgeliebten Wolken, die habe ich ja aus Tulip Friends. Tulip Fields, ja, die mag ich so doll. Ja, und das werde ich jetzt mal im Schnelldurchlauf machen. Und dann bin ich ganz schnell wieder da. Dann habe ich das fertig gestempelt und was ich jetzt noch mache, die Leuchttürme, die tun ja immer so ein bisschen Lampenlicht ausstrahlen, gebe ich noch mal drei so eine kleinen Striche mit, was habe ich hier, Osterglocke habe ich genommen und dann ist meine Karte fertig. Ja, dann kann ich sie zuklappen, ich hoffe, die ist jetzt getrocknet. Zum Vergleich hier nochmal, was ich hier doch besser gelungen finde. Wenn man das nicht mag, dann klebt ihr einfach nochmal, wenn die Welle fertig ausgeschnitten ist, einfach nochmal Designerpapier drüber. Könnte man jetzt praktisch hier nehmen. Ja, schneidet das nochmal aus, aber ich denke, hier mit dem Blau und mit dem Jade ist das eine gute Variante. Finde ich ein bisschen besser als hier das. Und hier gleich nochmal der Pelikan, dass er richtig rumguckt. Ja, meine Lieben, das war dann für heute meine Fensterkarte. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Ich sehe gerade was. Ich habe noch was vergessen. Und zwar fehlt ja noch ein bisschen Bling Bling. Und es gibt ja auch den Basic Strass Schmuck Meereswellen. Und ich weiß gar nicht, welche Farbe ich hier genommen habe. Ich denke mal hier. Setzen wir einfach noch mal was rauf. Hier und hier kommt noch ein größerer. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Bling Bling. So, jetzt ist aber die Karte fertig. Ja, meine Lieben, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Die Produkte von Stampin' Up! Könnt ihr bei mir natürlich gerne kaufen. Ich
würde mich freuen, wenn ihr somit meine Arbeit unterstützt und wertschätzt. Und ja, ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Hier unten ist das Abonnieren-Feld und die kleine Glocke benachrichtigt euch, sobald ein Video von mir online ist. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Eure Diana. Tschüss.